Hallo liebe Camper und Camperinnen und äh, einen ganz lieben Gruß aus Dingesbühl. Wir machen jetzt mal wieder ein kleines Samstagnachmittagsvideo. Ähm, ich wollte euch äh, de, zum einen den Fortschritt von unserem ATR zeigen, der sich ein bisschen gezogen hat, weil da die Elektrik komplizierter war, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da mussten wir einiges ändern, damit wir die Lithium- und Solaranlage da anständig verbauen konnten. Aber da zeige ich euch gleich mehr davon. Und unter anderem freuen wir uns natürlich jetzt, dass der Ladebooster von WCS super gut schon gestattet ist bei WCS. Und unsere Kunden freuen sich auch schon drauf. Und da haben wir auch schon einige bestellt. Und da freuen wir uns natürlich, wenn da die Lieferung kommt. Da sind wir schon ganz heiß drauf. Und ähm, da nehme ich euch auf alle Fälle mit. Auch was unsere Erfahrungen damit sind und äh, wie wir das verbauen. Und natürlich unter den Vorgaben von Götz. Ähm, da freuen wir uns schon richtig drauf. Und dann gibt es noch eine Neuigkeit des Wochenende. Ähm, werde ich mich noch auf dem Weg nach Slowenien begeben, um den neuen Tournee äh, zu zeigen bzw. anzuschauen, der wird da präsentiert. Und da freuen wir uns schon ganz herzlich oder ganz, ganz riesig drauf. Ähm, weil wir sind ja Tournee-Händler, Tournee-Vans. Und da gibt es ja jetzt den neuen, der vorgestellt wird. Aber da verrate ich jetzt gar noch nicht viel sondern ich freue mich einfach drauf, den selber das erste Mal zu sehen. Und ähm, mal gucken, vielleicht gelingt es mir, ein paar Bilder und ein paar Impressionen mitzunehmen, um euch da ein bisschen mitzunehmen. Wir selber kriegen den auch schon relativ bald geliefert. Äh, ich müsste jetzt genau nachschauen. Ich glaube Juni wird soweit sein. Ähm, da freuen wir uns auch schon riesig drauf, damit wir den hier präsentieren können, auch live zum Anfassen. Und da äh, nehme ich euch auf alle Fälle mit, äh, weil das ist phänomenales Fahrzeug. So, jetzt nehme ich euch mal auf die Hand und dann gehen wir mal hinter zu unserem wunderschönen Adria. Habe ich Adria gesagt? Frankia. Mensch, immer das vor lauter Wohnmobile kommt man da schon ganz durcheinander. Ähm, jetzt nehme ich euch mal mit zu dem wunderschönen Fahrzeug hier. Und als erstes schauen wir mal aufs Dach. Da haben wir nämlich ähm, oh, looks, die Solarplatten angeordnet. Hier hinten sehen wir zweimal 160 Watt. In der Mitte haben wir auch schon den Max-Van verbaut. Äh, den haben wir auch reingemacht. Also passen super gut hier drauf. Haben wir richtig schön platzieren können. Perfekt. Bitte nicht wundern, die Kabelkanäle sind noch nicht verlegt. Das kommt noch. Ähm, jetzt haben wir erst einmal die Platten verlegt. Dann haben wir hier noch zwei Stück. Das sind dann zwei kleine Platten, je 120 Watt. Also da kriegen wir richtig was runter. Einmal 240, einmal 320. Also da ist richtig Bums drauf. Da freuen wir uns. Das ist richtig geschickt. Und das werden wir am Montag alles. Fix und fertig verkabeln, verkleben, Kabelkanäle raufmachen, machen, damit es da oben abgeschlossen ist. Und jetzt schauen wir mal ins Innere, weil das ja doch schon ein älteres Baujahr war. Und das war eine ganz kuriose äh, Anschlussthematik. Also, ich zeige euch das mal hier auf unserem Geschmier. Ähm, das ist die Lichtmaschine. Hier haben wir die Starterbatterie. Und hier haben wir die Aufbaubatterie. Und der, die Verbindung, wie es eigentlich üblich ist, von der Lichtmaschine zur Starterbatterie, war unterbrochen. Und jetzt wurde erstmal durch die Lichtmaschine die Aufbaubatterie volle Lotte geladen. Und von der Aufbaubatterie ging es dann erst zur Starterbatterie. Also exakt andersrum wie... Eigentlich regulär ist. Und äh, somit hat die Lichtmaschine natürlich vollen Bums da reinkaut. Und dann haben wir natürlich durch die Thematik hier rüber dann in die Statterbatterie. Äh, hat Vorteile, hat Nachteile, hat den Vorteil, dass natürlich ein richtiger Bums da drauf geht auf die Aufbaubatterie. Und natürlich erst einmal die Lichtmaschine volle Ladung da drauf gibt. Und dann geht es weiter auf die Starterbatterie. Und äh, ja, ein einziges Problem haben wir natürlich bei der ganzen Geschichte gehabt dass hier keinerlei Trennrelais nichts verarbeitet war. Und das haben wir jetzt alles ein bisschen anders kabeln müssen und sonst äh, können wir das dementsprechend nicht richtig verbauen. Hier kommen nicht täuschen lassen, hier kommen 250er rein, die passen da wunderschön nebeneinander rein. Die kommen da auch hin. Und äh, das Bild vorher habt ihr ja gesehen und die ganze Elektrik mussten wir jetzt hier hochlegen und mussten das alles neu aussortieren und verkabeln und entsprechend ordnen. Und unter anderem haben wir ein Trennrelais jetzt hier eingebaut, damit natürlich, wenn der Motor aus ist, die zwei Batterien erst einmal komplett getrennt sind. Weil wir natürlich einen großen Wechselrichter drin haben, zwei Lithium-Batterien drin haben und wir saugen ja sonst die Starterbatterie batterie leer. Also das können wir nicht machen, weil... Sonst kommt da irgendwann immer vom Fleck. Also das müssen wir gewährleisten, dass das alles zu 100% sauber und ordentlich funktioniert. Dann haben wir die Sicherungen ein bisschen ausgetauscht. Wir haben hier eine neue Sicherung reingemacht, hier für den Wechselrichter. Die alte haben wir rauskaut und haben das alles neu dementsprechend sauber verkabelt. Nicht wundern, das schaut nur wegen Wüst aus. Muss man natürlich nur ein bisschen sortieren. Hier kommen natürlich drauf, dann werden die Kabel schön geschützt und ähm, hier hinten, platztechnisch nicht anders machbar, ähm, weil wir wollen das ja relativ kompakt halten, weil hier vorne soll natürlich dann nur als Staurung genutzt werden und darum haben wir dann hier hinten die zwei Solarregler liegen und die machen wir da hinten an die Wand. Die sind Smart-Solarregler, das passt wunderbar, somit können wir die mit der Handy-App wunderbar abrufen und die Verkabelung wird dann auch noch sauber äh, stattfinden mit äh, Rohren. Das haben wir alles schon vorverkabelt. Das liegt alles schon da. Ähm, ja, war ein bisschen echt Und äh, ja, das ja, müssen wir natürlich alles anständig machen, damit es auch wirklich lang fährt, lang hält und alles top ist. Und darum haben wir das alles neu verkabelt. Und ich sage immer wieder, das ist mal eben nicht so schnell gemacht. Zum einen muss man sich selber erst einmal einen Überblick verschaffen, weil wir natürlich hier ein ganz äh, eigenständiges, wieder anderes Fahrzeug haben. Jedes Fahrzeug ist anders. Hier haben wir ähm, einen richtigen Brocken an Wechselrichter drin, den habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt. Das ist natürlich schon echtes Monster. Und da natürlich die Lichtmaschine direkt hier an Batterie gekoppelt war. War der Schaut-EBL-Block dort komplett außen vorklassen. Ne? Also, ähm, die Lichtmaschine war direkt an Batterie angeschlossen und hat da volle Lotte reingeblasen. Und danach ging die ganze Situation erst nach der Batterie auf den äh, EBL-Block. Um, drum hat nämlich auch das äh, Trennrelais im EBL-Block natürlich keine Wirkung gehabt. Und vom Großen und Ganzen haben wir jetzt nicht allzu viel dann rumgebastelt und haben das dann mit einem separaten Trennrelais geregelt, damit es dann alles sauber funktioniert. Also unglaublich, was man alles erlebt. Immer wieder spannend in unserem Beruf hier und macht auch richtig Spaß. Und wir freuen uns auch schon richtig, wenn das Auto jetzt dann fertig ist. Und auch den Kunden dann übergeben können, damit das alles super funktioniert. Aber allein hier äh, haben wir auch schon mal wieder gedacht, dass es schneller geht, aber dann hängt man da doch ziemlich lang dran, weil man die ganze Thematik erst einmal aufnehmen, durchblicken muss, neu verkabeln muss. Also das ist alles immer nicht ganz so einfach. Und ich habe es auch kürzlich erst wieder gehabt. Ähm, haben wir mal eine USB-Dose verbauen sollen beim Kunden. Und da wollte ich auch noch mal kurz was dazu sagen. Ähm, grundsätzlich ja kein Problem. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn wir mal hier hersehen, sehen, hier haben wir jetzt schon Strom äh, und der Kunde möchte hier eine USB-Dose haben. Dann denkt sich der Kunde, naja, hier ist ja schon Strom, kein Problem. Machen wir hier mal schnell eine USB-Dose rein, alles top. Ähm, zwei Kabel schließen wir an und alles geht. So, falsch gedacht, weil der Stromkreis, wo die Lampe dranhängt, hat ja eine bestimmte Absicherung. Keine Ahnung, in dem EBL-Block ist ja ein Stromkreis dafür vorgesehen, wo diese Sicherung entsprechend, äh, wo dieses Licht entsprechend absichert. Jeder Stromkreis, jedes Kabel hat ja eine Sicherung. Wenn ich jetzt einfach an dieses Kabel eine USB-Dose hänge, womöglich noch eine doppelte. Eine, eine USB-Dose hat normalerweise 5 Ampere. Und muss mit einer 5 Ampere Sicherung auch dementsprechend abgesichert sein. Also, das heißt, bei einer Doppeldose habe ich dann 10 Ampere. Wenn jetzt in dem Stromkreis bei dem Fall nur eine Lampe hängt, die von Haus auf mit 5 Ampere abgesichert ist, ich hänge noch nochmal eine USB-Dose rein, dann knallt es mir ja ständig die Sicherung raus. Also, dann muss ich zwangsläufig auch die Sicherung von diesem Stromkreis erhöhen. Bevor ich die aber dann auf 15 Ampere erhöhe, muss ich ja erstmal wiederum prüfen, ob mein Kabelquerschnitt das mitmacht. Warum muss ich das prüfen? Ganz einfach, weil wir im 12 Volt Bereich sind und im 12 Volt Bereich haben wir ganz andere Ampere-Thematiken wie im 230 Volt Bereich. Im 230 Volt Bereich kann ich einen 2000 Watt Staubsauger mit 1,5 Quadratkabel Betreiben. Aber im Wechselrichter, im Gleichstrombereich, im 12-Volt-Bereich äh, kann ich keine 2000 Watt einfach mit einem 1,5-Kabel betreiben. Das funktioniert technisch überhaupt gar nicht. Das äh, verglüht, ähm, weil natürlich die Voltzahl runtergeht, geht die Amperezahl hoch. Also kann ich hier, muss ich dann den Kabelquerschnitt prüfen, weil wenn der Kabelquerschnitt nur für die Lampe ausgelegt ist, dann kann ich Geschwind mal 10 Ampere, jetzt in dem Fall, ich weiß nicht, wie das Kabel entlang läuft, bis da runter, geht sicherlich wahrscheinlich hier so ein Umweg, sind mal ganz schnell 3, 4, 5 Meter Kabel, muss ich mindestens dann auch prüfen, ob der Querschnitt dafür passt. Und wenn der nicht passt, dann kann ich als Fachwerkstatt nicht einfach euch da USB-Dose hinklemmen, weil der Schuss geht nach hinten los. Und ihr würdet mich verteufeln, wenn ich das tue. Zwangsweise wäre dann natürlich richtig, ein komplett neues Kabel zu legen, das heißt die USB-Dose komplett neu abzusichern mit einer 10 Ampere Sicherung das richtige Kabel dazu runterlegen und jetzt fangen wir an dass das eben nicht mal eben geschwind gemacht ist weil ich muss hier eine komplett neue Kabelführung durchgehen und das ist dann eben die Schwierigkeit warum so eine Dose mal schnell ein zwei drei Stunden dauern kann das gleiche ist natürlich auch bei anderen Dosen circa Volt Dosen und so weiter das ist eben alles nicht so ohne. So, dann schauen wir hier mal kurz zum Maxvan, den wir hier verbaut haben. Auch hier habe ich jetzt jüngst schon tolle Geschichten gesehen. Ähm, Kürzlich war es der Kundschaft da, die haben sich da eine, ich glaube das war auch ein Maxvan oder Klimaanlage, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, da haben wir hier hinter mal schnell ein Kabel aufputz gelegt, also sprich mit einem Kabelkanal. Also wir... Machen sowas grundsätzlich überhaupt gar nicht. Weil ich finde es fürchterlich, wenn jetzt hier irgendwo ein Kabelkanal entlang gehen würde. Also sowas nenne ich auch nicht wirklich äh, fachmännisch. Ähm, es gibt da ganz andere Mittel und Wege. Man kann hier schön durch äh, die Isolierung durch mit einem klitzekleinen Löchle und kann dann hier hinten in den Schrank rein. Im Schrank können wir das dementsprechend aufmachen und dann im Schrank. Kann ich natürlich, muss ich auch manchmal mit einem Kabelkanal entlang gehen, aber doch dann bitte in den Schränken und nicht außerhalb, weil das schaut ja echt fürchterlich aus. Und hier haben wir das dann auch dementsprechend so umgesetzt und haben das durch die Dachdurchführung, also durch das Dach, durch die Isolierung durchgemacht. Ist zwar alles immer mehr Arbeit. Äh, warum? Weil man natürlich äh, Kabel im Dach verlegt sind mittlerweile oder auch Querstreben drin sind und so weiter. Da muss man halt ein bisschen aufpassen und muss das Ganze sich ein bisschen zurechtfriemeln. Aber kein Problem, wir wären nicht eine Fachwerkschaft, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Erfahrungen haben wir genug damit und wissen auch, wo wir da entlang müssen. Und so wird es dann ordentlich und sauber verbaut. Und was anders lassen wir hier bei uns definitiv nicht raus. Und jetzt schaue ich hier nochmal durch. Ähm, es ist natürlich das gleiche auch hier. Müssen dann später auch ordentlich alle Kabel sauber geschützt werden. Ähm, bitte nicht wundern, manche Kabel, die waren schon da drin vor den Farben her, ist nicht unser Thema. Bloß wir konnten natürlich nicht alle Stränge neu ziehen, weil der Kunde würde mich lündchen. Ähm, weil das ist ja ein Wahnsinnsaufwand und das Auto soll ja irgendwann fertig werden. Ähm, Darum haben wir natürlich hier ähm, von der Farbgebung her und von den Kabeln her äh, einiges übernommen. Und alles, was wir natürlich neu reinmachen, das ist dann eben entsprechend auch dem stromführenden Rot oder den Masse schwarz verbaut und wird da anständig gekrimmt und dementsprechend nicht mit Isolierband, wie es hier teilweise der Fall ist, sondern eben auch mit Schrumpfschlauch sauber verarbeitet. Und das jetzt gehen wir es mal hin, das ist natürlich ein wunderschönes, schickes, sauberes Kabel. Man sieht es auch hier, ist schön verpresst. Dann wird da schöner Schrumpfschlauch drüber gemacht und so muss das ausschauen und nicht anders. Klar, jetzt kann man sagen, warum sollte es so ausschauen? Weil ich einfach der Auffassung bin, das Auge ist auch immer mit. Es kostet alles einen Haufen Geld und man muss auch dementsprechend sauber und ordentlich arbeiten. Und so muss das ausschauen und so muss das sein. Und da dürfen wir nicht, auch wenn da die Deckel unten sind und auch wenn man es in der Regel natürlich nicht sieht, möchte ich aber das. Wenn man da reinschaut, man eine ganz klare Struktur, de, strukturierte Ordnung sieht, wo man auch jederzeit einen Folgemechaniker ranlassen kann und er sich dann sofort einen Überblick verschaffen kann, weil er weiß, was zu tun ist. Genau, so schaut es aus hier. Und darum hat sich das Geschäft hier beim Frankie ein bisschen gezogen bei dem Fahrzeug. Und, ähm, aber ich bin guter Dinge, dass wir das am Montag definitiv alles hinkriegen. Ähm, was haben wir noch die Woche? Äh, ganz einfach, wir haben noch einen Weinsberg Kastenwagen, das war schon mal ein Kunde von uns, also ist ein Kunde von uns, der bekommt eine Dieselluftheizung, die wir verbauen werden und dann haben wir noch einmal einen äh, Knaus Wohnmobil unten stehen, der kommt auch noch die Woche dran, der kriegt noch einiges mehr. Da bauen wir wieder mal eine Tauchpumpe um zur Druckpumpe. Er kriegt auch eine Dieselheizung und auch noch einige andere Dinge: Maxwell und und und. Dann haben wir noch einen Phoenix-Liner, da freue ich mich drauf. Da fangen wir am Dienstag an. Das habe ich euch ja schon mal angekündigt. Gegündet gekündigt. Der bekommt die 360-Grad-Kammer aus der Vogelperspektive. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir das installieren dürfen und da nehme ich euch natürlich auch noch mit. Dann haben wir den Tournee, die Neuigkeiten vom Tournee, wo ich euch mitteile, da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich selber schon ganz gespannt und schon ganz heiß. Jo, in diesem Sinn möchte ich euch noch ein wunderschönes Wochenende wünschen. Äh, schönes Restwochenende, Bleibt gesund, jetzt haben wir es bestimmt fast geschafft, ähm, voila, jetzt drehe ich das mal wieder um, jetzt haben wir es bestimmt bald geschafft, die Inzidenzen gehen alle runter, ähm, Öffnungen sind immer allzu weit und ich denke, dass wir bei alle fahren dürfen. da freuen wir uns schon drauf und in diesem Sinn, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, freue ich mich, ganz lieben Dank für die tollen Abonnenten muss ich wirklich sagen, für die vielen Abonnenten. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Genießt den schönen Sonntag. Das Wetter soll toll werden. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da melde ich mich wieder aus Dingesbüh. Und bis dahin, alles Gute. Bis bald. Ciao.